Moin Leute, was geht? Hier ist wieder der Geist. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Challenge liefere 10 Fische an Shadow oder Ghost Übergabekisten lösen könnt. Und let's go! So Leute, angekommen im Spiel. Ich bin bei Sveti gelandet. Ich habe es bei Gruppenkeile gemacht, weil es einfach angenehmer ist. Ihr braucht eine Angel. Ich bin hier auf den Steg gegangen. Ihr müsst 10 Fische angeln, ob es jetzt ein Slurpfisch ist oder ob es jetzt eine ganz normale Flosse ist oder ein ganz normaler weißer Fisch. Ist egal. Hauptsache, ihr habt 10 Fische. Ihr könnt das auch in mehreren Runden machen, aber ich habe es jetzt bei Gruppenteilen in einer Runde gemacht. Ihr müsst erstmal 10 Fische angeln, Leute. Ich würde empfehlen, falls ihr nicht diese Angelstellen habt, dann sucht die erst gar nicht. Dann angelt einfach so ins offene Meer, damit ihr einfach die weißen Fische bekommt. Weil das geht wesentlich schneller als die grünen oder die blauen zu fischen, wenn es keine Angelstellen gibt. So Leute, ich spule das Ganze mal ein bisschen vor, damit ihr euch nicht anschauen müsst, wie ich hier 10 Stunden fische. So, jetzt habe ich meine 10 Fische und jetzt begebe ich mich zum Ghost-Übergabekasten, weil ich habe Ghost gewählt, Leute. Was habt ihr denn eigentlich gewählt? Findet ihr Ghost besser oder Shadow besser? Schreibt mir in die Kommentare, für was ihr euch entschieden habt. Und zwar zeige ich euch jetzt erstmal, wo der Ghost-Übergabekasten ist, damit ich meine Mission auch erledigen kann. Der ist hier vorne, den sieht man direkt schon von hier, so weiß am Glänzen vor dem LKW. Gehe ich mal hin. Wenn ihr dann die 10 Fische habt, Leute, könnt ihr einfach davor gehen, eingeben und das war's. Für alle, die Shadow gewählt haben, Leute, zeige ich euch auf der Karte, wo das ist. Shadow ist, der Übergabekasten ist dort, Leute. Da auf der Markierung. Danke fürs Vorbeischauen, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, ein Abo wäre nicht schlecht. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.